Hallo, ich darf euch heute begrüßen. Bei Freifarm werden wir immer, wie in der Vergangenheit, so auch in der Zukunft, immer wieder mal Interviews führen mit betroffenen Eltern. Und heute habe ich hier den Marc Abheiden. Und den Marc kenne ich seit Ende so 2020. Und heute geht es darum, was sind seine Erfahrungen und was sind seine Sichtweisen auf der Grundlage der Erfahrungen, die er jetzt in den letzten Jahren gesammelt hat. Marc, ich darf dich bitten, dich mal ganz kurz vorzustellen. Hallo, ich bin Marc Abheiden, wohne bei Hamburg, an der Stadtgrenze zu Schenefeld. Auf jeden Fall, ich habe damals einen fünfjährigen Sohn gehabt, der sich gewünscht hat, dass er gerne zur Hälfte bei Mama und bei Papa lebt. Und habe jetzt aktuell auch noch eine Tochter, die ist jetzt 4. Mein Sohn ist jetzt, im Moment ist er 7, 4 und 7. Und beide leben aktuell und auch weiter zur Hälfte bei mir. Das heißt, ihr praktiziert das Wechselmodell, sowohl mit der ersten als auch der zweiten Mutter. Genau, richtig. Prima. Ja, wie kam es damals zum Kontakt? Wie bist du hier auf Freifarm aufmerksam geworden? Auf Freifarm bin ich aufmerksam geworden durchs Internet. Ich habe Ende 2020 im Dezember einen Antrag selber verfasst auf Wechselmodell und habe mich dann aber nochmal im Internet weiter schlau gemacht und bin dann auf Freifarm gestoßen. Dann habe es ist kurz vor Weihnachten gewesen, 2020, habe ich mich an Sandro gewendet. Und er hat mir dann deine Kontaktdaten, Klaus, gegeben. Und daraufhin ist dann unser Kontakt entstanden, eigentlich relativ schnell. Ich habe dann eine E-Mail geschickt. Und ja, wir hatten dann eigentlich zwischen den Feiertagen telefoniert, haben viele Gespräche geführt. Ich habe dir die Situation geschildert, wie es alles so abgelaufen ist und wie es aktuell läuft. Also man muss mal sagen, okay, zum damaligen Zeitpunkt 2020, Ende des Jahres, hattest du irgendwo 3 oder 4 Tage in der Woche deinen Sohn und die 10 Tage anschließend war dein Sohn dann immer bei deiner Ex-Frau, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, das war ein bisschen anders gelagert. Das heißt, es ging eigentlich darum, dass mein Sohn sich gewünscht hatte, dass er zusammenhängende Zeit bekommt. Okay. So war eigentlich der Antrag gestellt, dass er wirklich am Stück, er wurde dann in der Woche, also es ist Mittwoch auf Donnerstag, war er immer die Nacht da, dann habe ich ihn abgeholt und alle 2 Wochen am Wochenende von freitags bis montags. Ach so, okay. Genau. Und daraufhin habe ich ja den Antrag gestellt, dass er sich das wirklich wünschen würde, dass er zusammenhängende Zeit und nicht in der Woche noch rausgerissen wird. Genau. Dann habe ich den Antrag so gestellt, dass er wirklich auf ein 7-7, also Wechselmodell, dann gesetzt wird. Und den Antrag habe ich dann dementsprechend abgeschickt. Ich habe keinen Anwalt gehabt, ich habe das alles selber verfasst und habe das dann beim Gericht Genau, da kam dann der Kontakt. Da haben wir dann drüber gesprochen und dann habe ich dir erklärt, so wird es nicht funktionieren, denn es gibt hier eine Reihe von, ich sag mal, Fettnäpfen, die man dir aufstellen kann, wenn du alleine vor Gericht bist und das Wechselmodell beantragen willst. Dann kommen hier, ich sage jetzt mal, tödliche Fragen, wie dir geht es nur ums Geld oder darf es ein bisschen weniger sein und, und.
Und wenn du dann alleine am Start bist, ohne auf diese Themen vorbereitet zu sein, beziehungsweise persönlich darauf antwortest, wirst du typischerweise verlieren. Das war damals dann auch die Erkenntnis. Du hast dir dann aufgrund meiner Empfehlung das so weit nahegehen lassen, wenn ich mich erinnere. Hast du dir dann in der Region einen Anwalt gesucht und wie hast du diese ganzen Gespräche, die damals stattgefunden haben, empfunden? Also super. Also es war wirklich, ich habe mich verstanden gefühlt. Es war, war ein super Einfühlungsvermögen auch von deiner Seite aus da. Du hast die Themen analysiert und hast dann aber auch ganz klar auf die Hürden und auf alles, was sein kann, hingewiesen. Und das hat wirklich super geholfen. Genau das mit dem Anwalt war auch die beste Entscheidung, die man hätte treffen können, jetzt im Nachhinein wirklich. Deswegen, ich glaube, der Impuls war ja auch da, weil diese Geschütze halt so hochgefahren worden sind. Die Vorwürfe waren, ich würde sagen, also dieser Text war 4 Seiten lang, der da an Vorwürfen im Raum stand, und ich war komplett überfordert mit der Situation in dem Moment, weil ich gedacht habe, und jetzt stehst du davor, hast den Termin der Verhandlung und du sitzt da und im Endeffekt kannst du dich nur rechtfertigen. Oder da bin ich davon ausgegangen, dass man sich dafür rechtfertigen muss. Das ist aber, und das kann ich allen anderen auch mitgeben, rechtfertigen ist nicht der Weg. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das ankommt, weil das Rechtfertigen, dann läuft man wirklich in die Fallen rein. Und dann ist es nachher ganz schwer, da wieder rauszukommen. Also ich erinnere mich, wir hatten da ja dann ein individuelles Coaching mit dir und deinem Anwalt. Ja. Da habe ich dir ganz böse Fragen an den Kopf geworfen. Ja, auf jeden Fall. Die haben mir persönlich, wenn ich ehrlich bin, auch wehgetan, ja, in der Aggressivität, die ich sie da hier rausgehauen hatte. Also sorry auch dafür jetzt nochmal, aber ich hatte den Eindruck, das ist in dem Moment notwendig, und ich habe dich da wirklich durchs Minenfeld durchgeschickt, habe dir die Fragen auch 3-mal, 4-mal, 5-mal gestellt, bis mir die Antwort gepasst hat. Wie hast du das empfunden? Es war unangenehm. Es war sehr, sehr unangenehm. Und aber dann es verstanden zu haben, worum es eigentlich geht, das war dann ein Geschenk, wirklich. Und da bin ich echt dankbar für die Sachen, und dass du mir das so auch vor, dass du es mir auch so wirklich vor Augen geführt hast. Und das ist einfach gut. Und das ist genau das, was man auch braucht, um die Sicht darauf auch zu reflektieren oder auch wirklich zu ändern. Dass man sich wirklich Gedanken macht, worum geht es hier eigentlich gerade in dem Moment. Und das hast du genau auf den Punkt getroffen mit dem Coaching-Termin, der ja auch mit dem Anwalt zusammen stattgefunden hat, weil wir ja dann auch besprochen haben, dass das Zusammenspiel mit Anwalt und Klient ein Miteinander sein muss und den Anwalt, den man sich nimmt, auch für einen einsteht. Und das muss man wirklich auch rausfinden. Ich sag es auch ganz ehrlich an alle anderen, Anwalt ist nicht gleich Anwalt. Der muss wirklich voll dahinter stehen und deine Ziele und das, was du vom Herzen möchtest, das ist, sage ich auch wirklich, die Situation ist ganz ehrlich, man muss sich wirklich Gedanken machen, was möchte man erreichen? Geht es hier ums Kind? Geht es um irgendwelche Machtverhältnisse zwischen den Elternteilen? Und wenn es ums Kind geht,
Wenn man sich das wirklich, wenn man sich das eingestehen kann, dass es da nicht darum geht, um irgendwelche Rache zu schüren, dann funktioniert es auch. Ganz, ganz, das ist eine ganz wichtige Sache. Und dann kann man auch mit dem Anwalt zusammen diesen Weg gehen und ihm auch klar suggerieren, was man will. Das ist ganz, ganz wichtig. Erinnere mich noch an dieses Gespräch, es war auch sehr anstrengend für mich, also musste keine Gedanken machen. Was sowohl du als auch dein Anwalt gelernt hast in dem Moment war, es gibt Stellen, da kannst du nicht antworten, da kannst du nur freundlich lächelnd dasitzen, weil letztlich dein Anwalt an dieser Stelle für dich die Miene entschärfen muss. Ja, es ist auch, ich denke jetzt mal, für den Anwalt klar geworden in dem Moment, wie quasi die Laufwege im Gerichtssaal sind, wie beim Fußballspiel, wann er loslaufen muss, weil du dazu nichts sagen kannst. Das habt ihr aber, glaube ich, an dieser Stelle dann im Gerichtstermin auch relativ gut umgesetzt. Also war auf dem Punkt. Es war wirklich auf dem Punkt. In der Verhandlung an sich war es geschürt davon, dass es halt wir auf die wir haben, ich habe gesagt, ich habe am Anfang wurde ich gefragt, worum es geht. Ich habe das in dem Moment ganz klar rausgesprochen, worum es hier geht. Es standen auch noch ein paar mehr Themen auf dem Antrag, die dann aber durch die Länge, die da drauf waren, es waren glaube ich 12 Themen, es ging ja dann nachher um irgendwelche Kleinigkeiten, wo ich gedacht habe, dass man die klären muss, die sich aber im Nachhinein eigentlich von alleine geklärt haben. Und der große Baustein war halt Wechselmodell und zusammenhängende Zeit. Wie seid ihr dann am ersten Gerichtstermin rausgekommen? Wir sind beim ersten Gerichtstermin rausgekommen, dass wir, dass die Richterin damals das genauso gesehen hat, dass es eine zusammenhängende Zeit geben muss. Und wir haben uns dann in dem Moment geeinigt, also wir sind von dem Standpunkt ausgegangen und auch die Richterin, das muss man auch ganz klar sagen. Sie hat auch von vornherein, es spricht nichts dagegen. Es liegen alle Karten auf dem Tisch und so wie sie das sieht, ist es kein Problem. Wenn ich das richtig erinnere, hast du damals dann zunächst mal 5 Tage von 14 Tagen vom Gericht zugebilligt bekommen. Genau, dann wurden Mittwoch-Sachen zusammengesetzt und dann ist er dann Donnerstag, Freitag, genau, Samstag, gekommen. Sonntag und dann Genau. hast du quasi fünf Oder der Tage am Mittwoch ist er Stück. gekommen, schon Mittwoch dann, ne? Ja, Mittwoch ist er Okay, gekommen. und da gab es Und noch einen Automatismus, wenn das Ding genau. halbwegs gut funktioniert. Ja. Genau, wenn das das hat die Richterin eingeworfen. Also es war so, dass eigentlich es darum ging, dass es komplett ausgesetzt wird, der Umgang. Das hat dann die Gegenseite, also das muss ich auch noch mal einwerfen, dann in den Raum geworfen und hat dann versucht, maßgeblich an herbeigezogenen Vorwürfen mit verbal wirklich, ich muss es sagen, also es war wirklich sehr verbal Gewalt auch auf mich ausgeübt, dass irgendwelche Sachen da reingeworfen worden sind und die Anwältin wirklich unter der Gürtellinie gehandelt hat und nicht souverän gearbeitet hat, das muss ich auch ganz klar sagen. Weil sie im Endeffekt nicht durchgekommen ist durch diese Mauer. Also ich würde es als Mauer deklarieren, weil sie nicht durchgekommen ist. Sie hat mit aller Macht versucht, mich aus der Reserve zu locken und dann wirklich nach vorne auch das zu äußern, guck mal, hier ist der Schlimme, da ist der Böse. Und genau das haben wir ihr die ganze Zeit gesagt. Na, das muss ich auch noch mal mit sagen. So, und auf jeden Fall
war das. Das heißt, du bist hier standhaft geblieben, bist nicht über das Stöckchen hingesprungen, genau, was man dir hingehalten hat, sondern hast die Sache einfach letztlich weggelächelt und an dieser Stelle den Anwalt arbeiten lassen. Genau, das hat dann der Anwalt gemacht. Er hat sich dann in dem Moment, wir haben mit Handzeichen gearbeitet. Wir haben uns wirklich vorher abgesprochen. Wir haben dann quasi mit Handzeichen gearbeitet und das heißt also, jetzt übernimmst du. Genau, und das hat super geklappt. Wir haben uns angeguckt und das war ein einwandfreies Zusammenspiel. Wir haben, ich habe mich ja auch nochmal, also ich habe mich nicht gerechtfertigt, sondern ich habe ein Statement abgegeben, wo es darum ging, also es waren dann ja die Vorwürfe, die im Raum standen. Und dann habe ich eigentlich nur gesagt, dass ich meinen Sohn anders empfinde, dass er ein super Kind ist, ich mit ihm Aktivitäten machen wie Schwimmen, Fahrradfahren, Laufen und bin auf diese ganzen Sachen gar nicht eingegangen. Ich habe es einfach in dem Moment so rumgedreht und habe das einfach so runter. Ich habe, egal was da vorne war, dass ich das einfach so erzählt habe und dann war es soweit, man fängt dann automatisch an, weiterzureden. Das ist ganz automatisch so und dann war es halt so vom Anwalt her so und jetzt hat er die Hand, hat er quasi so gemacht, so die Hand runter und dann habe ich gesagt, mehr habe ich jetzt nicht mehr dazu zu sagen, das haben wir vorher so abgesprochen. Und dann ging es eigentlich darum, nachher diese Lösungen zu finden. Ich habe aber auch stets immer versucht, das lösungsorientiert anzugehen, dass man wirklich eine Lösung und eine, die Bereitschaft findet, aufeinander zuzugehen. Das war von deren Seite nicht gewollt, wo sie dann aber durch den Richter und der Beistandschaft und letztendlich auch das Jugendamt, was dann dementsprechend dann dazu geführt hat, dass sie wirklich einlenken mussten, weil es keinen Verhandlungsspielraum, weil sie keinen Verhandlungsspielraum gegeben haben. Okay. Es ging dann weiter. Zunächst mal bist du quasi mit 5-9 aus der Veranstaltung im ersten Schritt rausgegangen. Wir hatten dann nochmal auch zusammen mit dem Anwalt eine Nachbesprechung. Da war der relativ relaxed, ihr beide. Rückmeldung war, wir sind eigentlich nur zu 70% gechallenged worden. Wir hätten da schon noch mehr im Köcher gehabt, aber hat gereicht. Was ihr nach meiner Erinnerung noch mitvereinbart hattet in dem Gerichtstermin war, dass letztendlich, das war dann ein Termin Anfang 21, dass ab August 21, wenn es gut läuft, letztendlich dann 6-8 praktiziert wird. Genau. Da hat man als, ich sage jetzt mal, maßgebend dann das Jugendamt installiert, die dann sagen mussten, geht es dem Kleinen jetzt gut oder geht es ihm nicht gut? Kam wohl zum Ergebnis, geht gut und damit warst du sozusagen ab August 21 im 6-8 Modus unterwegs und die Richterin hatte euch im damaligen Termin im Prinzip mehr oder weniger das Wechselmodell schon in Aussicht gestellt. Ja, soweit ich das durchaus. Erinnere. Ja. Den Termin oder diesen Antrag auf 7-7, wie er dann auch gekommen ist, das war dann ein Vorgang im Lauf 2022 und seitdem erziehst du jetzt auch deinen Sohn im Wechselmodell. Ja. Ja. Und das funktioniert super. Ja, ich muss aber dazu sagen, es ist ein angeordnetes Wechselmodell. Das müssen wir auch ganz klar nochmal unterstreichen. Es ist ein angeordnetes Wechselmodell, was wasserdicht ist, was auch abgewiesen worden ist vom Verwaltungsgericht. Das muss ich auch nochmal, das muss ich nochmal sagen, es ist abgelehnt, es ist ein Widerspruch. OLG, oder? OLG. Ja, Entschuldigung, OLG. Okay, ja, das heißt, das Amtsgericht hat gesagt, ihr macht Wechselmodell und genau.
Mutter hat gesagt, never ever. Und dann wart ihr anschließend noch beim OLG und OLG hat quasi das Amtsgericht gehalten in dieser Entscheidung. Ja, die haben gar keine Grundlage gesehen, da irgendwie drauf einzugehen. Die haben das gleich wieder zurückgeschickt. War das dann das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein? Ja, genau. Also die haben das dann eigentlich auch so, also sie wollten dann noch irgendwelche, es ging dann darum, auch um irgendwelche Verfahrenskostenhilfen und was weiß ich, was dann alles da im Raum stand, wo das dann angezweifelt worden ist. Und das war eigentlich so, es war wirklich wasserdicht. Da gab es gar nicht irgendwie was zu meckern. Ich muss dazu sagen, also ich habe eigentlich mit dieser 6:8 Regelung bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Für mich war das eigentlich vollkommen in Ordnung. Das war aber der Wunsch von meinem Sohn. Das muss ich auch nochmal dazu sagen. Es war explizit der Wunsch von meinem Sohn. Er möchte das gleich haben. Wie ein Kind das benennt. Also er hat gesagt, was ich mir wünsche, ist gleich. Ich möchte gleich bei Mama und gleich bei Papa leben. Das ist das gewesen. Und wann geht das? Jetzt haben wir 6, jetzt, also er hat es ja mitgekriegt. Das ist ja nicht so, dass er das ja alles nicht mitkriegt. Er weiß ja selber, wie es ist. Und er hat gesagt, jetzt haben wir 6:8, ne, Papa. Aber das ist nicht richtig, weil 7:7 ist gerecht. Gerechtigkeit, wie soll ich ihm die Gerechtigkeit erklären? Ich habe gesagt, wir haben das alles besprochen. Wir haben das alles im Gericht besprochen. Das ist so. Und was anderes kann ich jetzt nicht machen. Und ja, dann kam er noch das zweite Mal an. Und dann habe ich noch zweimal geschluckt. Ja, und dann habe ich einfach einen Antrag losgeschickt. Und habe ich gesagt, gut, es war auch wieder vor Weihnachten. Ja, so wie es immer mal so kommt. Da habe ich mich auch einfach auf mein Gefühl verlassen, habe gesagt, komm, es kann sowieso nichts passieren. Das, was jetzt ist, ist fest etabliert und es funktioniert. Da kann keiner was dran drehen. Und für ihn war es ein Wunsch und den habe ich dann auch so eingereicht. Also ich habe den gleichen Antrag, im Endeffekt mit der kürzesten Version, den gleichen Antrag 1:1 nochmal weggeschickt. Okay, cool. Mit den gleichen Wortlauten im Endeffekt. Okay. Wenn jetzt deine Kinder bei dir sind, ja. Was macht ihr dann? Wie schaut euer Tagesablauf aus? Mittlerweile geht mein Sohn in die erste Klasse. Er ist jetzt letztes Jahr eingeschult worden im August. Dann ist ja meine Tochter noch da. Mittlerweile. Ja, die ist jetzt 4. Die geht in den Kindergarten. Genau, die geht in den Kindergarten, genau. Und wir machen das so, dass ich die Kinder morgens fertig mache. Wir nochmal unsere Rituale, noch irgendwie einen Tee trinken und noch einen Toast machen. Das ist aber relativ früh immer alles, weil ich relativ viel dann fahren muss. Und dann bringe ich meine Tochter rüber zur Mama. Die wohnt nicht weit um die Ecke weg. Die bringt sie dann morgens in den Kindergarten. Sie ist in einem Kindergarten, wo sie jetzt schon seit klein an ist. Und wir haben uns da entschieden, dass sie dann da in dem Kindergarten bleibt. Die haben aber die Betreuungszeiten halt morgens nicht so früh und dementsprechend haben wir gesagt, gut, dann bringt sie sie morgens hin, weil sie direkt ein paar Meter weiter arbeitet. Fahre ich dann morgens nach Barmstedt in die Schule. Das ist von mir aus, sind das 24 Kilometer. Also die Distanz war ja auch ein ganz großes Thema. Diese Distanz ist aber eigentlich gar nicht der maßgebliche Grund, um das Wechselmodell nicht stattfinden zu lassen. Dann bringe ich in die Betreuungsmorgens, dann fahre ich in die Firma, arbeite meine 5,5 Stunden,
sammel die Kinder ein, meinen Sohn wieder abholen, dann meine Tochter abholen vom Kindergarten. Ja, und dann habt ihr Alltag. Dann haben wir Alltag, ja. Der richtige Alltag, ja. Okay. Ich habe verstanden, du bist auch noch hier ein Stück weit engagiert. Ihr habt hier auch so eine, ich nenne es jetzt mal, einen freien Träger, der hier einen Vätertreff organisiert, wo du auch regelmäßig mitmachst. Ja, genau, Vätertreff. Also Vätertreff kann man sich so vorstellen, dass es ein Sozialpädagoge hat das ins Leben gerufen, der eigentlich gesagt hat, auch in dem Träger sind eigentlich immer die Mütter und die Väter trauen sich eigentlich immer nicht so da hinzukommen oder das mitzumachen. Und dann hat er einen Nachmittag ins Leben gerufen, den man als Vater selber, der, wenn man sich engagiert, frei mitgestalten kann, mit Kochen, mit Spielen, mit sämtlichen Malen, also wirklich alles, was man sich vorstellen kann, was wir da alles schon gemacht haben in der Zeit, ist echt super. Ja, und dann geht man hin. Das sind mittlerweile, ich glaube, 12 Väter, die regelmäßig wirklich mitmachen und kommen. Ist natürlich nicht jede Woche alle da, aber man trifft sich halt regelmäßig. Das ist super. Also man kommt mit den Kindern in Kontakt, mit den anderen Kindern in Kontakt. Man kann sich austauschen. Macht richtig Spaß. Und es ist echt entspannt. Okay. Mit den Vätern zusammen, mit den Kindern zusammen, die sind so entspannt und wir sitzen dann haben wir Pizza gegessen, da haben wir mit 25 Kinder und Erwachsene haben wir an einem Tisch gesessen, es hat keiner irgendwie nix gesagt, also wirklich, der das organisiert immer oder der das dann mit begleitet, gesagt hat, also kenne ich sonst gar nicht. Die hat ja nochmal einen Blick drauf und sagt, hier ist ja, ihr habt das alles, ja, das passt einfach, es macht einfach richtig Spaß. Mhm. Ja, die können sich selber einbringen, die Kinder, die machen, also wenn wir kochen, dann kochen die mit oder können sich entscheiden zu spielen, das ist ganz frei gewählt, wie das Empfinden ist quasi von den Kindern, wie es gerade so ist. Und meistens ist es dann auch so, dass man dann auch, es gibt Kaffee und Milch und alles, was so das Herz begehrt mit Kuchen. Ja, und man kommt halt einfach zusammen. Und die, wenn ich den Kindern sage, Federtreff fällt aus, ich will heute nachmittags nichts mehr machen, Papa. Jetzt habe ich keine Lust mehr, so in der Richtung. So, jetzt habe ich gar keine Lust mehr. Oh, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, also es ist eigentlich fest im Alltag mit integriert. Auch in der Woche, wo ich meine Tochter dann nicht da habe, dann besteht sie eigentlich oftmals darauf, dass ich sie abhole und mit ihr dahin gehe. Ja, das ist ganz lustig. Aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Also da in dem Moment. Und ja, in der Woche, wo mein Sohn dann nicht da ist, dann ist es halt so, dass er dann halt, ja, ist dann so, also er darf dann halt nicht abgeholt werden. Also ist aber verständlich, es ist in dem Maße einfach auch verständlich. Nur er weiß ja, dass er hinkommt. Ja, was machen wir noch freizeitmäßig? Also wir sind freizeitmäßig auch schwimmen. Freizeitmäßig. Wir sind auch in einem Verein, wo wir ein Freibad im Sommer von Mitte April oder Anfang Mai bis in den Oktober rein täglich zu jeder Tages- und Nachtzeit nutzen können. Ja, da haben wir einen festen Wohnwagen stehen, den wir nutzen können, wo wir auch regelmäßig die Wochenenden dann verbringen und auch wenn irgendwelche freie Sache oder wenn irgendwelche Feiertage sind oder ja, dass wir da dann eigentlich den Sommer verbringen wir eigentlich meistens dort. Mhm.
Okay, coole Sache. Ja, da sind wir. Ja, und ansonsten das übliche Fahrradfahren, was man so macht, ein bisschen spazieren gehen, Spielplätze. Ja. Zu Hause Zeit verbringen, auch ganz wichtig. Wenn man sich jetzt die letzten 4, 5 Jahre in deinem Leben anguckt, kommt man schon zum Ergebnis, dass sozusagen aus dieser, ich sag mal, Ehe mit einem Kind auf einmal eine Trennungssituation mit zwei Kindern im Wechselmodell geworden ist. Wie fühlt sich das für dich an? Ja, im ersten, also jetzt im Moment gut. Also im Moment ist wirklich, ich bin damit mega, also mega glücklich, dass es so ist. In diesem Zeitraum, ich würde sagen, wo wir uns begegnen oder wo wir uns dann im Endeffekt dann so bewegt haben, ist ja viel, viel passiert. Viel, viel passiert. Ich habe meine damalige Freundin dann ja, kennengelernt. Ich würde sagen, nach der Trennung ein halbes Jahr, ja, na, 7 oder 8 Monate später, also irgendwo so im Dreh. Ja, und im Grunde war ich von diesen ganzen Sachen auch noch nicht geheilt. Absolut nicht. Also es war ja dann die Trennung und dann ja, hat man gedacht, gut, man versucht nochmal neu. Ist das andere aber auch noch nie irgendwie ausgeräumt gewesen und auch nie, hat nie so, also es hat dann, es war, ging halt alles darum, ich wollte für meine Kinder da, also für meinen damaligen, war ja nur mein Sohn da, sein. Dann hatten wir uns, weil wir gedacht haben, dass das alles so funktioniert für uns, entschieden, das Kind zu, das, meine Tochter dann zu bekommen. Die ist ja dann 2019 geboren. Und ja, das war, und dann war 2019 eigentlich, ging das dann auch los. Immer nur Kämpfe. Mit, um meinen Sohn. Es ging eigentlich immer nur darum, wir haben, also ich und meine Partnerin dann war, ja, es war ein Auf und Ab über Jahre. Das kann ich sagen. Es war ein Auf und Ab über Jahre. Wir haben uns da auch, glaube ich, ein Stück weit dann aus den Augen verloren. Und die Entwicklung dahingehend eigentlich auch irgendwo. So zwei, dann zwei kleine Kinder und oder sie hat auch noch eine Tochter, die sich ja auch dementsprechend, die ist jetzt in der Pubertät, oder in der Anfangspubertät, 12. Ja, das war schon ein Weg, würde ich sagen. Ja, Klingt so. mit viel Schmerz, viel, viel Wut, viel Hass erfüllt war. Und wo der eine das aber auch dann nicht verstehen konnte, wie der andere handelt, also in der Beziehung jetzt, also nachher letztendlich. Und schlussendlich war es so, dass ich dann ja nach dem letztendlichen Urteil dann auch in der Reha gehen durfte. Auf jeden Fall war ich auch sehr dankbar für. Da war ich 5 Wochen. Da hatten wir auch noch mal zwischendurch telefoniert, auch nach der Verhandlung, genau. Ja. Und dann war die ganze Anspannung alles weg. Und dann habe ich eigentlich, es war alles fertig. Habe ich gedacht. Was heißt, habe ich gedacht? Aber es war jahrelange Anspannung. Und ja, dann habe ich gedacht, jetzt kann es ja richtig losgehen. Hat es aber auch wirklich gedauert, bis es bei mir angekommen ist. Naja, Weil ich meine, ich unterstütze ja gerne die
Eltern, also das ist ja nicht jetzt hier eine reine väteraktivistische Veranstaltung, sondern ich unterstütze Väter und Mütter, damit sie hier diesen brutalen Wahnsinn, den wir hier im deutschen Familienrecht letztlich immer wieder erleben müssen, irgendwie überleben können und irgendwo aus diesem ganzen Schlamassel rauskommen. Ich habe das ja auch mehr oder weniger alles auch selbst irgendwann mal durchlebt und durchlitten. Und man hat an vielen Stellen ganz, ganz wenig Energie und irgendwann kommen ja Gott sei Dank wieder die Tage und die Phasen, wo die Energie auch wieder letztlich mehr wird. Auf der einen Seite ist es für mich immer auch ein Stück weit das Ziel, die Leute quasi wieder zurück in die Energie zu bringen, zurück in die Aktivität und das Maximale, auch mein ganz persönliches Ziel letztendlich ist, die Leute so zu unterstützen, dass sie die Themen irgendwann mal für sich abhaken können und dann, wenn es passiert ist, auch entsprechend ihre Ressourcen, gegebenenfalls auch für andere Leute, die da ihre Schwierigkeiten haben, wieder ein Stück weit zur Verfügung zu stellen, damit sich sozusagen aus diesem einen Tropfen, der da irgendwann mal passiert ist, eine große Welle beginnt und irgendwann mal die Welt auch ein Stück weit besser wird. Du hast mir berichtet, du wärst dazu auch bereit, da ein Stück weit eine Rolle zu übernehmen. Wie siehst du letztendlich deine aktuelle Situation? In welche Richtung denkst du? Ja, also da ich ja sagen muss, dass es wirklich so ist, dass es sehr energieraubend ist, dieser ganze Prozess, du ja jetzt auch den Einwand hattest, dass eigentlich die Stellschrauben vorher schon gestellt werden müssten, damit es gar nicht zu weit kommt. Das ist eigentlich auch so. Aber sollte es wirklich so sein, wir bewegen uns da das ist einmal der Trennungsschmerz, der da mit reinfließt. Das sind Sachen, die eigentlich übers Kind laufen. Die dann, wo das Kind eigentlich im Endeffekt nachher gar nicht mehr gesehen wird, sondern der Spielball ist zwischen den Eltern. Und jeder muss sich da Gedanken drüber machen. Ich habe auch lange gebraucht, das zu verstehen, dass man dieses Spiel mitspielt zwangsläufig, wenn man sich davon nicht frei macht. Es ist wichtig, dass man sich Zeit nimmt, auch für sich, dass man nicht nur an diese negativen Situationen denkt, sondern auch wirklich sagt, dass sich sagt, es ist jetzt so gut, mein Kind geht's gut, es ist egal, ob ich diesen Menschen hasse, es ist absolut egal. Das sind deine Gefühle, das Kind liebt bedingungslos Mama und Papa. Das ist ein Urinstinkt, der ist da. Das Kind möchte geliebt werden und das wird eigentlich auch in den Gerichten und da geht es um Geld und um Macht. Und bei Kindern geht es nicht um Geld und Macht, die wollen Liebe. Und wir als Eltern sind dafür verantwortlich, dass wir einfach dahingehend unseren Kindern diese Liebe geben. Und den sicheren Raum schaffen. Und das geht so nicht. Das ist der verkehrte Weg. Ja, das hört sich dann ein bisschen komisch an jetzt, aber es ist einfach so. Man muss sich vorher Gedanken machen, was möchte ich, wenn ich in dieser Situation bin. Ich habe einen Menschen, der sich komplett zumacht, nicht mehr mit einem spricht, dem die Machtausübung aufs Kind da ist, dann kann ich jeden verstehen, der sich ohnmächtig fühlt, der sich dann
ein Stück weit auch in dieser Ohnmacht auch alleine gelassen fühlt. Und mir ist es wirklich ein Anliegen, wenn Menschen dieses Gefühl haben und Hilflosigkeit, Ohnmacht, in welcher Form auch immer, nachher ist es so, dass die Energie wird immer, immer weniger. Und dann ist es mir wirklich ein Anliegen, ich möchte gerne helfen, den Menschen einfach zu zeigen, dass sie, dass es auch einen anderen Weg gibt und dass es auch einen anderen Blickwinkel gibt auf diese Dinge. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, in der Situation, in der man sich dann befindet, weil meistens meldet man sich dann, wenn wirklich schon das Kind fast in den Brunnen gefallen ist oder 5:12 ist, dass man wirklich dann nochmal guckt, was kann man machen, und man muss es wirklich wollen. Vom Herzen, also man muss es vom Herzen wollen. Das ist einfach, wenn man sich da hinsetzt und sagt, das ist alles ganz schlecht und es ändert sich alles sowieso nicht, doch, es ändert sich. Es ist so. Da muss man sich wirklich an sich arbeiten. Und die Arbeit fängt bei einem selber an, nicht bei den Gegenüber. Den Gegenüber kann man nicht ändern. Das habe ich auch am eigenen Leib erlebt, dass es so nicht funktioniert. Der Gegenüber ändert sich, der will sich auch nicht ändern. Der macht weiter so wie bisher. Und wenn man dieses Spiel mitspielt und immer wieder reagiert, dann hat er deine Aufmerksamkeit. Und aus welchem Grund auch immer der eine oder der andere verletzt ist, letztendlich geht es darum um Verletzungen. Das sind einfach tiefe Verletzungen, die man sich auch nicht eingestehen will, weil dann müsste man sich mit sich selber auseinandersetzen. Und dann geht man lieber in den Kampfmodus. Und das ist der verkehrte Weg. Also ich habe es auch verstanden. Ich habe auch die Lehre danach. Wir, Klaus und ich, hatten letztes Jahr hatten wir beschlossen, dass wir dieses Video aufnehmen. Ich habe mich nicht in der Lage gefühlt, ehrlich und authentisch mich hier hinzusetzen und darüber zu sprechen, weil ich mich einfach dafür geschämt habe, dass es so ist, dass ich so gemacht habe. Und an der Stelle kann ich auch nur Entschuldigung sagen zu meinem Sohn, weil das hatte er nie verdient. Gut, aber du bist jetzt auf die Art und Weise zurückgekommen. Du hast dir die Zeit genommen, dich zu sammeln, zu reflektieren, deine Entscheidungen zu treffen. Und eine der Entscheidungen war letztendlich auch, ja, ich bin ein Gesicht, das offen dafür einsteht, was hier passiert ist, wie ich damit umgegangen bin, was es mit mir gemacht hat. Es ist ja letztendlich auch irgendwo ein Aufruf an andere, auch unter Umständen diesen Weg zu gehen. Es bedarf immer auch einer Überwindung, hier in die, ich nenne es jetzt mal, Halböffentlichkeit zu gehen. Zu sagen, ja, ich habe damit ein Problem, ging mir unter uns gesagt nicht anders, als hier der BGH seinerzeit 2017 den Beschluss veröffentlicht hat, hat auch RTL und wer auch immer nachgefragt über die Pressestelle des Bundesgerichtshofs an den Anwalt, wer sind denn die Verrückten, die hier solche Urteile provozieren letztendlich. Da bin ich weiterhin in der Anonymität gewesen. Es hat für mich auch ein paar Jahre gedauert, bis ich auch wieder in dieser Kraft zurück war, um zu sagen, ich bin das, ja, ich war das, ich habe damit meine Themen gehabt und meinen Hässel und hier bin ich und ich habe wieder die Energie
Leute zu unterstützen, lasst uns anfangen. Aber das war ein Prozess, das geht nicht so einfach und gerade auch so ein Video zu machen. Ich erinnere mich auch an mein erstes Video, das ich hier mit Sandro geführt hatte. Das überlegst du dir 5-mal. Ja, kann ich nur so wiedergeben. Ja. Ja. Und was wir ja noch vergessen haben, ist, dass dein BGH-Urteil ja auch maßgeblich an der Anordnung oder an dem Urteil, dem angeordneten Wechselmodell, maßgeblich auch beteiligt ist. Das möchte ich nur noch mal dazu sagen, es steht explizit auch, ist auf das Urteil hingewiesen worden und darauf basiert auch das Urteil. Ist doch schön, wenn hier der Stein, den man da reinwirft, auch mal ordentlich Wellen macht. Klaus! Alles gut. Jo. Marc, es freut mich außerordentlich, wie gesagt, dass du hier auf die Art und Weise den Weg zu uns gefunden hast. Wir würden gerne mit dir an dieser Stelle auch in Zukunft zusammenarbeiten. Deine Sicht auf die einzelnen Dinge gerne vernehmen. Wenn du Artikel schreiben willst, bitte tu das. Nicht traurig sein, wenn hier Chefredakteur Sandro mal wieder dann die große Peitsche schwingt und am Ende des Tages du dreimal zum Überarbeiten gezwungen wirst. Da musst du durch. Ja, auf der einen Seite, wenn du irgendwelche Videoformate in welcher Art auch immer vorhast, überleg dir was. Wir unterstützen dich gerne, ist auch mit Sandro so abgesprochen. Wir geben dir gerne hier auch die entsprechende Plattform und wir freuen uns auch, wenn wir dir hier den ein oder anderen Fall zum Coachen mit übertragen können, dass du das hier in einer, ich nenne es jetzt mal, friedlichen und deeskalativen Art und Weise, wenn möglich, auf die Schiene zwingst. Das ist mir auf jeden Fall ein Anliegen. Das ist mir auf jeden Fall ein Anliegen, ja, genau. Also, und ja, also geplant ist von meiner Seite aus, da auch dementsprechend jetzt nochmal so Coaches-Videos zu machen und auch dann bereitzustellen. In welcher Form auch das jetzt stattfindet, das muss ich mir nochmal überlegen. Also da habe ich jetzt noch kein Format für mich, also Format gefunden in dem Moment, wo wie ich es aufnehmen möchte, da bin ich noch dran. Aber es wird auf jeden Fall in den nächsten 2 Monaten was kommen. Definitiv. Da fehlt im Moment noch aber da sprechen wir ja noch drüber, da sind wir ja dran. Da ist ja eure Ideen, die Ideen sind da ja auch herzlich willkommen, dass wir da wirklich den Leuten auch helfen können und ein Stück weit auch begleiten. Ne? Und jeder, der das Bedürfnis hat, wirklich sich Hilfe zu suchen und die Hilfe auch annehmen zu wollen, der ist bei mir herzlich willkommen. Ich helfe gerne und man muss halt aber bereit dazu sein und den Willen haben, etwas zu verändern. Weil es wird nicht so laufen, und das kann ich auch ganz klar sagen, die Werkzeuge kann man bekommen und die Sachen muss man selber erledigen. Das ist ganz wichtig. Sehr gut. Also ich finde das ein wunderbares Schlusswort von dir, lieber Marc. Es ist auch ein Beispiel, ein Leuchtturm letztendlich von der Art und Weise, wie du ursprünglich weg warst und jetzt dastehst. Das freut mich ausgesprochen. Und wie gesagt, wir geben dir auch den einen oder anderen Kontakt weiter.
damit du uns auch hier in diesen Coaching-Themen unterstützt. Und dann bringen wir das Ganze nochmal ein Stück weit auf ein neues Niveau. Freut mich ganz ausgesprochen. Und wie gesagt, auch das Thema an diejenigen, die jetzt hier zusehen und sich angesprochen fühlen. Ja, nehmt Kontakt mit uns auf. Funktioniert nicht immer so, leider. Aber wir bemühen uns. Ja, danke an der Stelle an dich, Klaus, an Freifarm. Ja, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit auf jeden Fall. Danke dir. Danke. Okay, macht's gut. Ja, tschüss. Tschüss.